heute mal wieder ein Movie from me in Otto. Allerdings war Otto zu faul und wollte auf dem Moped bleiben. Na, der bleibt auf dem Moped. Wir befinden uns heute in La Gloire, windig. Und zwar, um das euch besser zu zeigen, drehen wir mal rum. So, also hier drüben, wo das Gebäude steht, ist die Nagloa. Theoretisch hier vorne wäre der Kreisel und hier seht ihr die Nagloa rot. So, das dürfte das heute 13 sein mit dem Badseer. Und eigentlich geht es heute mehr um die Nebenstraße. So, wir gucken mal. Und zwar hatten wir ja hier einige Gebäude. Einige deutsche Gaststätten, aber ist ja alles abgerissen und wir schauen heute mal drüber, was die Bauarbeiten machen. So, also so wie ich das gesehen habe, ist erstmal nur abgerissen worden und liegt alles brach. Aber das soll es nicht heute zum Thema sein, sondern wir wollen mal hier hochgucken. Wir waren früher auch ein paar Gaststätten. Ich muss natürlich dazu erwähnen, dass ich hier eher selten bin. Die letzten 5-6 Jahre gar nicht und davor habe ich auch nicht so viel Ahnung. Also gibt es heute wieder eine gehörige Portion Unwissenheit. Aber nichtsdestotrotz filmen wir trotzdem. So. Oh, hier sind schon die ersten Bauarbeiten. Und jetzt werden wir mal gucken, ja, wie es im Allgemeinen ja mal aussieht, das müssen wir ja nicht mehr erwähnen. Vor allen Dingen, ja, super Satzschüssel und die Kühlschränke. So, also es sieht wieder mal ein bisschen wüst aus hier. Und soweit ich informiert bin, waren doch hier schon früher einige Gaststätten. So. Also typische Teihäusli. Man sieht's. Hier wird wahrscheinlich abends draußen gesessen, schön Bierchen getrunken. Elektrowerkstatt. Ne, das ist ja ein Ding. Ne, das glaube ich aber gar nicht. Ui, Elektrowerkstatt. Klein, fein, aber seins. So. Hier scheint ja auch Leute zu wohnen, aber nicht so. So, oh, ich muss mal kurz warten. So, hier haben wir die Wäscherei. Naja. Hier haben wir eine Küche. Und da haben wir Otti. So, ja, der hat heute irgendwie keine richtige Lust, weil wir wollen eigentlich noch zum Beach. So, wir gucken mal hier. Also wenn ich mich nicht täusche, war hier eine Gaststätte. Speisen wie bei Mama oder so ähnlich. Sabatikab? Also ich habe mich mit jemandem eben schon mal unterhalten. Alles okay. Und ihr seht es ja. Ja, hier scheinen doch alles Leute zu wohnen. Ist schon ganz schön zeitweise erschreckend, wie die Leute hier so wohnen und hausen. So. Ich würde sagen, ja, wir sind gleich fertig. Wir gehen noch ein Stück hoch. Und dann sehen wir uns. Ich würde sagen, Werbung? Werbung! Also, hier sind wir wieder und zwar wollte ich jetzt noch ein Stück fahren, aber hier gibt es so viel zu filmen. Da bleiben wir hier. So, ja. Hier total verwildert, kann man bestimmt kaufen. Aber wie gesagt, es ist so,
Zurzeit sind die Grundstückspreise so hoch, dass man es schwer leisten kann, beziehungsweise völlig über, unter, ihr wisst schon. Ui. So. Außer, dass es hier angenehm ruhig ist. Ja, man sieht es ja hier. Es ist ganz schön. Hui, hui, wie die Leute wohnen. So, ein kleiner Altstoffhandel. Ja, für die, die hier kein Geld haben und so übers Leben kämpfen, hier gibt es noch Altstoffhandel. Und zwar ist es so, ich kenne das von der DDR. Hier, da gibt es für die Plastikflaschen, für Papier alles Geld. Nicht viel, aber es reicht wahrscheinlich zum Leben. So, hier haben wir auch ein paar freie Wohnungen. Und da gucken wir mal, hier können wir mal schnell reinäugeln, wie es drinnen aussieht. So, wir gucken mal. Also hier vorne werden Bauarbeiten gemacht. So, hier haben wir doch eine kleine Gaststätte. Okay? Okay? What's wrong with you? A movie. Movie for YouTube. Come I come from Yalamani. Oh! Yeah. This is for Yalamani boy. I'm for Russia. No, you're me, Russia. Ah. You are me? Russia. Yeah. Russia. Okay, bye-bye, Kap. So, kurzen Smalltalk. Ich ging wieder mal mit meinem Englisch. Hier haben wir noch eine Massage, Wäscherei. Ja. Es sieht so aus, als ob er nicht so durchblickt. Aber ich finde die Arbeitseinteilung wieder sehr schön. Drei gucken und einer Arbeit. So, ihr habt gerade gesehen, wie der Mann im Grünen mir gezeigt hat, dass ich filmen darf, weil das ja öfters mal immer bemängelt wird, dass ich die Leute nicht fragen würde. So, hier haben wir auch eine kleine Gaststätte. Eigentlich sehr, sehr süß, sehr schön, aber ja, ui, komm mal wieder in die Gefilde. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Werbeblock und dann gucken wir nochmal. Ich kann Otti nicht so lange allein lassen. Also, Witz des Tages! Alle Kinder fahren Fahrrad, außer Susanne. Die hat eine Panne. Yeah, der war gut. So, hier sind wir wieder. Wir haben noch ein Stückchen. Hier ist die Klimaanlage. Und das ist eine Gaststätte. So, wir gehen mal weiter. Also hier in der Gegend haben wir früher sehr, sehr viele Deutsche gehabt, allerdings jetzt mehr Chinesen. So, wieder eine kleine Garküche. Was machst du da? Hä? Na los, komm. So, also man muss nur achten, dass das Fleisch auch lange genug gebraten wird, ansonsten kann man hier eigentlich essen. Ihr kennt ja das Sprichwort Dreck reinigen Magen. So. Hier haben wir noch eine kleine Küche. Es ist einmal sehr billig. Ihr seht es hier. Alles 80 Watt.
im Schnitt kriegt man die Essen zwischen 70 und 80. So, der nette Mann macht da gerade Mittagspause. Kein Movie? So, und hier wird gearbeitet. Ja, es gibt immer wieder neue Lädchen, die aufgemacht werden. Und man muss eben sehen. So. So, hier sind wir. Das ist für die Chinesen alles. Man sieht das ja schon. Und hier haben wir ja schon chinesische Snacks. Also es sind das hier. Sehr, sehr viele Chinesen sind. Seht hier. Und der Bus ist ja gerade angekommen. So. Oh, hier ist ganz schön windig. Also. Ja, mal hier drüben wird auch gerade gearbeitet. Da nicht da reingucken, Schatzi. Ansonsten ist windig. Wir machen Schluss. Wollen wir beide fahren? Ja, ne? Ansonsten, wenn euch meine Movies gefallen oder unsere Movies, gern Abo da lassen. Gern Abo da lassen, Comment, wie ihr wollt. Wenn ihr mehr über die Straße wisst, reinschreiben, dann wissen wir alle ein bisschen mehr. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund. Bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Bye bye, euer Tattoo-Man. Ja, und du willst baden. Dann nix wie baden.